Also Lack gesoffen? Nö. Hast du Lack gesoffen? Ja, sicherlich. Ja, sicher nicht. Ja, sicher doch. Ja, sicher nicht. Und ja, was haben wir da losgetreten? Geht drauf, dass sie keine Eier legen. Eier legen. Gib dir gleich Eier. Und Milch aufschäumen. Jetzt wird's greifig. Leute, hört auf, sonst kommen die Meerschweinchen. Es liegt. Die Meerschweinchen. Die Meerschweinchen. Solange die Beutelratten sind, wieder da sind. Das sind Saison-Meerschweinchen, die kommen nur im Mai. Naja. Mai, oh Mai. Wie die Maikäfer. Ja. Nur, dass die Maischweinchen nicht fliegen können. Ja, und die Maischweinchen brummen nicht so. Du, ne Ahnung. Die quietschen, ja. Alter, jetzt haben wir noch Esel hier. Was Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Teekessel. Ja, da ist der Fehlkalle. Ah ne, nee, Teekessel war... Stimmt, Teekessel war eh hier. Ja. Der Kalle war anders. Aber du hast doch gerade auch die falsche Luft gezogen. Mikrofon muted. Oder wer war das jetzt beim Lachen? Das warst doch du. Nee, ich kann mich nicht daran erinnern. Jojo. Ach, gut. Solange du nicht so bist wie damals in Deutschland, eine Freundin von mir, die hat gegrunzt wie ein Schwein. Der Witz war schon lange nicht mehr lustig. Und sie hat angefangen zu grunzen beim Lachen und dann haben alle wieder gelacht. Das ist super. Ja, und du bist mit dem Brandeisen hinterher, oder? Teufelskreis. Oh, ja. Oh, ist schon wieder Captain, wie er das Niveau sinkt. Welches Niveau? Obwohl ich glaube, das Niveau ist beim, da hinten. Oh. Ich glaube, beim LSD hat Niveau Hausverbot. Ja. Irgendwie bin ich müde. Ich glaube, ich. Irgendwas muss ich machen, sonst schlafe ich gleich ein, ey. Fahr mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Stadt. Wollte gerade sagen, weil wenn es immer in eine Richtung läuft, mal einfach drehen, in die andere Richtung laufen. Kreislauf nennt man das. Ich hab Kreislauf, Junge. Hayley, wir müssen mal was in der Werkstatt zusammenschweißen. Hä? Alte Ford-Karosse, Traktorreifen, großer Motor. Hä? Bauen wir Monster-Truck. Ja. So groß, Junge. Ja, aber wir müssen dann wieder rauskriegen. Das ist ein bisschen schmales Tor. Reiß mal die Hütte ab. Na, ich hab schon gesagt, wir müssten mal auch eine Werkbank hier draußen hinstellen. Allein hier wegen die LKWs. Oder wir machen kurz. Was willst du denn am LKW machen? Willst du den tiefer legen oder was? Kurz lackieren. Eine neue Turbo. Abrissparty. Abrissparty, ja, vom Umzug. Aber. Da hier kannst du ja auch. Lackierkabine fehlt, glaube ich. Parkdeck, da kannst du rummunkeln, was du willst. Ja, muss halt improvisieren. Guck mal, ein Käfer, der wo Luft hat unten. Oh, leck. Oh, da ist er ja. Ist das ein Original? Da ist er? Ja, ist ein Original, kannst du so Offroad kaufen. Verdammt. Hätte er nicht sein müssen. Ja, ah, doch. Komm, ich hab dich voll umgebügelt. War ja meine Schuld. Trotzdem. Krasses Aber dann Ding. Weiß ich wenigstens, der Stalli dir das Geld gegeben hat. Ja, hat er. Immer zuverlässiger Mann. Ah, der hat auch was, der Käfer. Ja, würde ich schon sagen. Mir gefällt ja auch ganz gut. Kommst du morgen zum Oldtimer-Treffen? Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ja nett. Die Antenne, was hast du für Funk drin verbaut? Das ist ja ein bisschen eine Antenne. Ja. Aber der hat auch einen Granatwerfer. Oder Blitzableiter. Blitzableiter würde ich eher dazu sagen. Nee, das ist hier Wäschetrockner. Da kannst du ja, hier, da kannst du die Badehose aufhängen. Und die Tennisballkanone. Da kannst du meine Hose sagen. Lass das Auto drin hängen, im Kühler. Ja. Ich habe gestern Friedhelm abgeschossen. Wortwörtlich. Wortwörtlich. Was?
User joined your channel. Also, hast du dich getrennt? Das ist der Hammer. Wir sind immer noch im Pausezustand, aber ich glaube, gestern habe ich einen guten Grund geliefert, dass es eher Schluss macht, weil ich habe ihn voll in die Gewege genietet. Musst du mir mal was Absicht? Erklären? Nee, unabsichtlich, aber danach, ich sag nur Buffalo gegen Karaka, aber der Karaka hat sich nach hinten bewegt. Ja, kann mal passieren. Oder halt so, ja, ich weiß, dass du offen bist. Siehst du nicht die Sicherheitslatschen? Hallo, er ist gerade Jesus, er hat Tempelträder an. Nee, das sind bürokorrekte Sicherheitsschuhe. Aber nur im Homeoffice. Wer hat denn immer Homeoffice Schuhe an? Wer weiß? Warte, jetzt kommt ja gleich die Frage, wer hat im Homeoffice überhaupt eine Hose an, gell? Ich wollte gerade sagen, wer hat überhaupt was an? Ja, obenrum sollte schon sein. Oben um Hemd und Krawatte, untenrum Buchse. Wollte sagen, Vorsicht bei Videokonferenzen. Nicht aufstehen. Ja, mal gespannt, wenn das Homeoffice-Zeug durch ist, wie viele dann einfach nur aus Gewohnheit ja, einfach in Buchse zur Arbeit kommen. Ich will ja mal sehen, wie du als Mechaniker Homeoffice machst. Ja. Was, Stadi? Ja. Stadi lebt schon lange nicht mehr. Von Mattes. Da ist doch Stadi. User joined your channel. Ja, ja. Stalin. Stalin. Ohne N. Stalinator. Moin, Meister. Ich glaub, das ist sogar... Das dachte ich gerade, er steht echt. So, hast du den? Ja, wir haben ja auch einen Mann, der kommt. Das hab ich aber wirklich. Wo ist der? Ey, man redet an ihm und man hört ihn. Ja, sicherlich. Geiler Akzent. Sag mal. Geiler Akzent. Ja. Haben wir jetzt Hallos? Nee. Lass dich nicht ärgern von anscheinend. Wieso denn nicht? Das ist sehr edel. Ja. Leitstelle hört. Oh, ey, ohne Scheiß. Brauchen echt Pestizide. Bist du dabei, Rossi? Ich bin definitiv dabei. Lass uns irgendwas planen. Oder wir holen uns ganz viel. Wachsen noch aus den Haare. Oder wir lassen. Ich krieg noch Geld von euch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ausgemacht worden ist. Es wurde nichts ausgemacht, ich habe gesagt, nur kostendeckend. Wir haben, was war 750 für den Kackbus und dann nochmal 150 wegen am FD. Okay. Das war das Einzige. Ich verlange doch keinen, also ich will mich daran doch nicht bereichern. Ich sagte, wir wollen bloß die... Eli! Doch, fast schon. Oh, ich will ja bloß die Kosten gedeckt haben, dass ich da... Kann sich das leisten. Dass ich 3 Stunden euch bespaßt habe. Ja, darfst noch mit Stundenlohn und so. Das ist aber ein guter Stundenlohn. Uff. Na, schauen wir mal. Das war, glaube ich, ein Karakara. Ich hatte irgendwas Großes, Cooles gesehen. Ja, Rossi geht, Friedhelm kommt. Mm. Oh. Aber Rossi besorgt mir das Auto. Hallo. Ah, ja. Guten Tag. Hallo. Moin, ja, Steffi. Da ist ja die Mütze da. Ja, moin. Gut, ich verabschiede mich von euch. Ciao, ciao. Okay. Tschö, Meister. Oh, da bin ich echt doch ganz froh, dass ich noch Freiberufler bin. No, also, die Herren und die Dame, ich grüß leider nochmal weiter. Jo, da wollen wir jetzt. Wer war das denn? Friedhelm ist es. Ach, der, ja, jetzt kenne ich wieder. Ich glaube, der hat aber einen Mundgeruch. Oh. Nee, der hat noch ein Gespräch vor sich gleich. Tschüss. Opa geht, Tüv. Aber mehr, eigentlich passen die beiden ja gut zusammen, ne? Warum? Die beiden Headset die ganze Zeit im Ohr. Alter, was willst du? Der ist doch so grün hinter die Ohren, das siehst du schon am Truck. Also der hat die Emilie bestimmt nicht ins... Er kann die Emilie nicht ins Zaun halten. Nee. Das kann er vergessen. Aber Jason könnte doch. Was, ich? Wie kommst du jetzt da drauf? Naja. Ist einfach nur so ein Gefühl. Wenn es danach geht, könnte es wahrscheinlich jeder andere aus. Lass dich schmecken, Kohle. Oh, ich hatte gerade auch ein Gefühl. Hunger. Warte, pass auf, gleich kommt Durst. Nee. Oh. Ja, sicherlich, also ich hatte die Geduld nicht, ich musste dann leider gehen. Weil sonst hätte ich, glaube ich, heute offiziell auf dem Alamosee Schiffe versenken eröffnet.
Wobei, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, so dumm kann man sich ja nicht anstellen, oder? Nee. Also ich habe gleich eine halbe Stunde gebraucht, bis man verstanden hat, wie es ankern geht. Also ich sag mal so, vielleicht möchtest du ja die Herren und die Dame aufklären, damit sie nicht dumm ins Bett müssen heute noch. Ja, wir waren nicht alleine und da war einer, der hat sich angestellt. Und dann, wir hatten da was. Ja. Egal was passiert und ich sollte mich in der nächsten halben Stunde nicht mehr rühren, ich bin dabei in Wortschild. Was los? Friedhelm wird sich mit mir treffen. Oh. Hast du eine Fluchtmöglichkeit? Nee, die habe ich, aber falls ich mich in einer halben Stunde rühre. Okay. Schau lieber mal nach. Achtung, er kommt. Alles klar, viel Erfolg. Jo, tschüss. Weil ich nicht in Arbeitsklamotten rumstiefeln will. User joined your channel. Okay, warum musst du sich umziehen? Ich bin nicht Freddy, ich stiefel nicht die ganze Zeit in Arbeitsklamotten. Ja, die haben halt Fummel-Fummel-Schlecki-Schlecker gemacht. Kennst du das? Den Verdacht hab ich auch. Nein. Da waren die Klamotten ein wenig nass und da musste man sich umziehen. Das ist mit der Scheibe passiert. Habt ihr da drin so doll gevögelt, dass die Scheiben geplatzt sind? Nein, Antonio hatte. Das hat nicht so geklappt wie bei Titanic, der mit der Hand an die Scheibe. War die Scheibe kaputt? Also, weißt du, wir machen das alle ganz politisch und korrekt und tasten uns ran. Naja, und rein. Jeder von euch hat doch den Film Titanic gesehen mit dem Auto. Die Hand war zu fest an der Scheibe. Antonio hat den Kopfschmerzen, Mann. Es ging niemand. Und? 165, den Schluss. Ich repariere mal die Scheibe. Hä? Wie gesagt, und immer mit doch, der Typen ins Haus. Ich bin halt so ein scheiß direkter Mensch. 165 ist gut? Ja, na ja, ist ja manchmal nicht verkehrt. Oh, passt schon, ist ein Käfer. Ja. Direkt ist. User joined your channel. Alles, was 85 ist gut am Käfer. Du hast schon gelegentlich einen sehr, sehr komischen Humor. Ja, das muss so sein. Ja. Ja, der Moa muss das sein. Guck aber, jetzt haben wir. Jetzt ist Arnscheid wieder da. Anna sitzt im Boot. Außer der Mattis ist da. Jetzt bist du auch wieder da. Jetzt haben wir zwei Mattis da. Von der Stimme her. Alter, der hat mich eben zweimal gehabt. Das ist Mattis. Wer ist noch Mattis? Ja. Der Arnscheid kann Mattis nachmachen. Also, ja, ohne Scheiß, der hat mich zweimal eben echt gehabt da. Ich habe jedes Mal gedacht, Mattis ist da. Ja, ich auch. Warte mal, Arnscheid, nee, sag mal, hat du Lack gesoffen? Was? Also Lack gesoffen? Nö. Hast du Lack gesoffen? Ja, sicherlich. Ja, sicher nicht. Ja, sicher doch. Ja, sicher nicht. Und ja, was haben wir da losgetreten? Geht drauf, dass sie keine Eier legen. Eier legen, ich geb dir gleich Eier. Du, Eierkopf, du. Niemand Eierkopf, ne, als ein Eier am Kopf. Ja. Ohne Arme keine Kekse, sag's doch, du Blödmann. Das wollte ich diesmal gar nicht sagen. Das ist so richtig. Ist das so, ja? Ist das wirklich so? Ja. Nee. Ja, huch. Hoch mal, wo kommen die Arme auf einmal her? Nicht aus mir. Wird Zeit, dass das FD endlich mal die richtigen Kleidergrößen für Männer produziert. Ja, aber sowas von, du. Ja, XS passt nicht. Ich bin aus dem Laden schneller raus, als ich drin war. Das hab ich bei meiner Ex-Frau damals auch gesagt. Oh. Junge, was geht bei dir im Kopf rum? Das, ey, guck mal dem Mann ein Bier, Alter, das geht das nicht so weiter. Hey, guck mal, Ali von der Tanke ist wieder da. Wie Ali? Ja, ja, schick mal den los, der soll Bier holen. Zum Ali, wenn er das Auto fährt, sagt er. Digga, was geht, Lan? Siehst du? Wow. Hey Murat, geh mal Bier holen. Ich zeig dir gleich Murat, Junge. Gib mich erschießen. Was? Wasch das für Scheißkarre neben mein Auto, nicht das Ross springt über, ja? Ich geh mal eine Runde kotzen. Darf ich mitkommen? Ey, das passt überhaupt nicht zu dir. Ja, moin, Herr Lachenstein.
Jetzt wollte ich Platz machen, jetzt kommt er hier rüber. So, jetzt haben wir es doch so. Na, wer jetzt weiß, bildet einen Arbeitskreis. Ja, Blumsack geht rum. Ich glaube, so weiter kenne ich das nicht mehr. Oder Angst vor mir? Ente, ganz. Schon gegessen. Boah, schon geht schlecht, ja. Aber Mathis, du hast ja Arme. Oh, ab heute bekomme ich Kekse. Geile Scheiße. Ich glaube, jetzt sieht was los. Hier ist schon wieder Nebenhodenluft. Sag doch, der Bob. Sag doch, der braucht eine Nasenscheidenwand, OP. Gesundheit bitte, was? Nasenscheidenwand, Dings da, hier auf meiner Nase. Okay. Das Ding. Lassenstein, wir brauchen Sportgeräte. Ja, ich hab die Nachricht bekommen. Ich frag mal beim Chief nach. Ich melde mich auch an, ich würde gerne mit Sport machen. Aber ich meine jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn ich mich jetzt euch so anguck, auf dem Golfplatz kommt ihr doch gar nicht rauf. Doch. Alter, ich schaff's bei dir in der Zelle schon mit Anzug. Dann zieh ich Anzug an. Ich mach dann einfach so und einmal so. Oh Gott, ja. Oh Gott, es blendet. Oh. Ja. Das macht die Richter. Das ist der nächste Toast. Aber durch die weiße Buchse ist eindeutig eher weißer. Rein weiß. Kristallweiß. Weißer Riese nennt man das, ne? Aber das glaubst du, dass der riesig ist. Das ist in der Hose. Ein weißer Zwerg, ja. Wir lassen Stein. Ja, bitte. Buddy left your channel. Bis eben warst du mir noch sympathisch, ne? Ja, okay. Das. Okay, warte mal. Sportgeräte für die Biker. Gestrichen. Er hat Biker gesagt, er rutscht wieder auf Platz 10. Wieso kriegst du Tampons oder was? Was Tampons? Das ist für dich. Pompoms. Ach so. Ich hab Tampons. Ja, tja, ja. Oh Gott. Wow. Oh, Wollmützchen, ey. Ich brauch einen Spaten. Aber noch vorwärts. Ey, Wollmütze, das mittlere Pedal ist zum Bremsen da, nicht die Wand. Ich hab die Wand nicht berührt. Können wir den Kreis noch mal ein bisschen größer machen? Ich stehe zu nah an Wollmützchen. Ich hab hier noch. Ja, lass mal, guck mal, da hinten ist so ein Garagentor, da kann sich hinstellen. Könnt ihr mich noch hören? Da kriegen wir vielleicht so ein Pentagramm hin? Ja, sicherlich! Können wir auch ein Viereck draus machen oder so? Ich komme gerade vor wie bei Asterix und Obelix hier mit diesen Formationen. Warte mal. Los, Ellie, jetzt kriegst Trapez. Du kriegst noch 3000 von mir. Komm mal, du Schildkröte, auf geht's! Ja, ich hab vorher mein Auto lackiert. Mit dem Sekundärpöll. Meins? Nein. Meins war was anderes, das war keine Schildkröte. Das klappt so nicht, ihr seid nicht alle bei. Ich hab's aber nicht eingetragen. Ihr müsst alle auf einen Haufen das ist mal mein Auto. Kommando, attackier das weiße Auto. Auf geht's! Umstellen! Wow, was sag mal, jetzt ist gleich die ganze Stadt. Schildkröte ums Auto! Schildkröte ums Auto! Ernsthaft, könnt mich mal. Kommando, lass das weiße Auto in Ruhe. Wow! Geht, linker! Linker! Und wie geht's dir, Linker? Wir blitzen hier auf. Hau mal drauf, dass die Lupe ausgeht! Hast du auch so ein Piepen im Ohr? Das ist ja nicht normal. Ich mach das mal aus.